tötest alle meine Decks mit Hoffnung auf ein echtes Leben vor dem Tod. So kennt man die sympathische Barbara Spoh als Sängerin auf der Bühne. Mit ihrer Stimme begeistert sie schon seit Jahren die Menschen in der Region. Doch in Zeiten von Corona sind Live-Auftritte wegen des Veranstaltungsverbotes auch für sie untersagt. Die 33-jährige Prümmerin zählt zu den kulturschaffenden Künstlern, die es gerade jetzt besonders schwer haben. Sie ist selbstständig und verdient ihr Geld normalerweise mit Musik- und Gesangsunterricht. Sie singt auf Hochzeiten und wird auch bei verschiedenen Musikproduktionen gebucht. Bekannt ist sie auch als Moderatorin der O7-TV-Sendung hier bei uns. Doch zurzeit ist auf der ganzen Linie Stillstand. Ich darf nicht mehr unterrichten. Wie die meisten Musiker und Künstler bricht einfach alles komplett von jetzt auf gleich weg. Die Hochzeiten finden nicht statt, es darf nicht geheiratet werden, was natürlich super dramatisch auch für die Brautpaare ist. Das Problem ist, es wird alles aufs nächste Jahr verschoben. Also das heißt, es finden keine Auftritte statt, wahrscheinlich bis August. Man weiß es noch nicht genau, wie lange sich das alles zieht. Und dadurch, dass ich nicht unterrichten darf, keine Hochzeiten habe, keine Auftritte, ist von jetzt auf gleich halt einfach alles weg. Und wenn man es halt genau nimmt, habe ich dieses Jahr kein Einkommen. Und was vermisst sie in diesen Tagen am meisten? Ja, ich vermisse natürlich meine Schüler, den Kontakt zu meinen Schülern, einfach auch den Smalltalk, den man zwischendurch führt, die Präsenz, das Herzliche, einfach den Kontakt eins zu eins. Ich vermisse die Sendung auch. Es macht mir super viel Spaß, dienstags morgens ins Studio zu fahren, hier bei uns zu drehen mit den Kollegen. Das macht einfach Spaß und da haben wir immer eine gute Stimmung und das vermisse ich natürlich. Wenn man hier immer so in seinem stillen Kämmerlein sitzt, ist es schon schwierig halt eben, ja, genau diese Kontakte halt auszuleben. Barbara unterrichtet ihre Schüler bei der Kreismusikschule seit letzter Woche online. Es ist ein Versuch, der aber eine echte Musikunterrichtsstunde nicht ersetzen kann. Ja, ich habe ein paar Querflötenschüler und da haben wir jetzt letzte Woche mal den Test gemacht und halt eben Online-Unterricht angeboten. Das ist so ein bisschen fragwürdig, also so ganz zufrieden stellt mich das nicht, weil du halt einfach nicht diesen 1-zu-1-Kontakt hast. Du siehst nicht richtig, ob das Kind richtig atmet, wie es das Instrument ansetzt und kannst halt nur so bedingt Hilfestellung geben. Aber es ist halt eine gute Lösung, um einfach die Kinder am Ball zu halten, dass sie einfach dranbleiben, dass man immer mal schaut, dass sie auch während der Woche üben, vielleicht nochmal alte Sachen wiederholen, dass es halt nicht so ganz in Vergessenheit gerät. Aber eine richtig gute Lösung auf die Dauer ist das natürlich nicht. Die gelernte Mediendesignerin absolvierte ein Gesangsstudium in Köln und entschied sich dann, ihr Hobby, also die Musik, zum Beruf zu machen. Doch seit einigen Wochen macht sie sich auch Gedanken darüber, wie sie sich besser auf derartige Krisen einstellen kann. Die Fotografie, eine ihrer vielen Leidenschaften, könnte ein zusätzliches Standbein werden. Das ist eigentlich sehr schön, dass es jetzt mal Zeit ist, einfach verschiedene heimliche Leidenschaften auszuüben. Zum Beispiel interessiere ich mich sehr für Fotografie. Da konnte ich in den letzten Monaten super viel machen und mich fortbilden. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch ein zweites Standbein wird. Also gerade jetzt in der Zeit macht man sich einfach auch viele Gedanken. Wie geht es in der Zukunft weiter und sollte sowas nochmal passieren? Oder wie lange hält das an überhaupt? Ne? Man muss einfach erfinderisch werden. Not macht erfinderisch. Und ja, da ist einfach auch wichtig, vorauszuschauen. Gerade mit der Musik ist es immer so eine Sache, stehe ich mit 50, 60 noch auf der Bühne? Kann ich dann noch Gesangsunterricht geben? Bin ich dann körperlich fit? Es sind überall Fragezeichen. Und da ist es super wichtig, einfach auch über den Tellerrand hinauszuschauen und immer wieder ja, neue Interessen auszuleben und zu schauen, ob man damit dann auch verschiedene zusätzliche Standbeine dann halt eben auch aufbauen kann. Und so wird es noch eine Weile dauern, bis wir sie wieder bei O7 TV sehen oder ihre Stimme live auf der Bühne hören können. Jeden Tag. Und ja.